Vielleicht auch kurz einen Applaus für Barney Stinson, der hier selber noch arbeiten muss. Nachdem sich die Jury berät, übernehme ich hier dann kurz und stelle ein paar Fragen an Steffen Anton, der hier heute als Moderator tätig ist. Steffen! So, wie ist es? Ja, anstrengend, du lässt mich ja die ganze Zeit schuften hier. Jemand muss es ja machen. Ja, irgendjemand muss es machen. Wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Wie war die Stimmung heute im Publikum? Ein paar Worte zu unserem anwesenden Publikum. Also ich fand es ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon heute Morgen hier waren, als wir unser erstes Q&A hatten mit den Synchronsprechern. Da war ja hier noch alles leer, ja. Und da habe ich gedacht, das kann ja was werden heute. Und da habe ich eine kleine Durchsage gemacht und habe alle zahlreich herbeigerufen. Und es wurden im Laufe des Tages immer mehr Leute. Ich muss echt sagen, ich war ja letztes Jahr auch schon hier. Und so viele Leute, die heute beim Cosplay konnten, das habe ich letztes Jahr nicht gesehen. Also es ist auf jeden Fall sehr cool. Wer war denn heute Morgen schon hier? Wer ist bei Türöffnung hier gewesen? Aber doch, so die Hälfte. Und wer bleibt bis zum bitteren Ende? Die andere Hälfte. Und wer bleibt zur Party heute Abend? Mehr als die Hälfte. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben heute Abend, genau hier findet die Nerd-Party statt mit Live-Band. Du hast die Band gestern, glaube ich, ganz kurz gesehen. Was ist dein Eindruck? Ich glaube, die machen gute Stimmung auf jeden Fall und es wird ein lustiger Abend. Kommt alle zur Nerdparty auf jeden Fall. Wenn ihr ihn mit freiem Oberkörper auf dem Tisch tanzen sehen wollt, dann müsst ihr heute Abend auf jeden Fall dabei sein. Da lacht die Dagmar in der ersten Reihe. Da lacht die Dagmar. Aber es lohnt sich, dass eine Band spielt Nerdmusik, also Titellieder von Filmen, Serien, vielleicht auch ein bisschen was Anime dabei. Wir spielen heute Abend hier live. Jeder, der hier im Saal ist, ist kostenlos mit dabei. Wer ein Ticket für heute hat, ist automatisch kostenlos mit dabei. Ihr braucht also keine Tickets mehr zu kaufen, ihr müsst einfach in der Halle bleiben. Wenn ihr noch Freunde habt, die vorbeikommen wollen, 5 Euro ist es an der Abendkasse, aber ihr habt alle kostenlosen Tickets bezahlt von Steffen Anton. So, die Jury hat sich entschieden, es geht gleich weiter. So. Also die Jury hat sich bereits entschieden, aber wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben sehr, sehr hochwertige Preise organisiert. Unter anderem 3 Wochen Karibikurlaub und ein Mercedes SLK gibt es auch zu gewinnen heute. Also auf jeden Fall, die Preise müssen noch eher geschafft werden und deswegen dauert es noch einen Moment. Aber die Jury hat schon eine Entscheidung getroffen. Ich frage mal kurz ein bisschen bei der Jury eine kleine Stimmungsabfrage. Wie war denn für dich so der heutige Cosplay-Contest? Alles war schön. Sehr cool. Ich fand auch, da war das ein oder andere dabei, was wirklich sehr interessant war. Was hast du zu sagen? Was hast du so für den Eindruck gehabt vom Cosplay-Contest? Aufwendigkeit der Kostüme, Performances? Ich fand bei Performances sehr gut, wie unterschiedlich die waren. Jemand ist hingesessen, hat mit dem Publikum gesprochen und dann kam eine Riesengruppe und hat sich quasi attackiert. Also es war mir gespannt, die ganzen Abwechslungen. Ja, es war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Da gebe ich dir recht. Jetzt wollen wir mal unsere Ernährung noch kurz fragen. Ich weiß, die flirtet ja schon wieder mit Dave ganz fleißig. Aber was hast du denn heute so dein Fazit vom Cosplay-Contest, was die Kostüme betrifft, die Performances, was hast du da zu sagen? Also ich würde mal behaupten, es waren einige sehr spektakuläre Kostüme dabei. Ich hoffe, das Publikum stimmt mir dazu. Es waren auch ein paar sehr, sehr interessante und schöne Auftritte dabei. Es waren auch ein paar dabei, die einem ein wenig unter die Haut gingen. Und ja, alles in allem fand ich es doch sehr abwechslungsreich und ja, schön. Doch, hat mir gut gefallen. Ich befürchte nur, wenn es halt noch viel mehr gewesen wäre, die sich beworben hätten, hätten wir die gar nicht auf die Bühne bekommen. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback und natürlich der Moderator war auch ziemlich gut, glaube ich. Okay, genau. Ferry Blossom, hast du noch ein kurzes Statement? Danke für die Möglichkeit.
wundervolle Moderation ist das Tanzen. Ein Applaus für Barnis Tanzen. Sie fragt gerade, wo meine Entchenkrawatte ist. Ich habe ja normalerweise noch die Entchenkrawatte, aber die habe ich abgetan, in der Tat, weil es hier auf der Bühne doch sehr warm ist, wie ihr mir sicherlich bestätigen könnt. Und wenn ich die Krawatte noch anhabe, dann ist das wie so ein Schal. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal ein bisschen die luftigere Variante. Aber okay, ich bin ja auch nicht als Barnis Tanzen gelaufen, sondern als Moderator, der auch im Hintergrund bleibt. Ich muss ja nicht immer die erste Reihe spielen. Willst du auch noch kurz was sagen zum heutigen Cosplay Contest? Ja, also, genau, der Gewinner ist ohne Pokal heute. Der wird erst noch dafür haben gehört. Ja, ich fand es auch sehr abwechslungsreich. Es ist schön, dass ich auch mal ein Großkostüm wieder zu einem Contest geschafft habe. Das sehen wir ja leider nicht so häufig, was eigentlich schade ist, warum sich nicht viele viel mehr daran trauen, noch mehr Special Effects einzubauen mit Augen und LEDs und so weiter. Das fand ich hier heute sehr schön, dass wir durchaus auch mal wieder Licht hatten und eben Special Effects dabei hatten. War sehr abwechslungsreich, hat mir sehr gut gefallen. Okay, vielen Dank fürs Statement. Ich glaube, der Cheforganisator Dave hat die Preise am Start. Die Gewinner in der Box sozusagen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was es sich hier tut. Er blendet mich. Was hast du zu sagen als Publikum, vielleicht noch an die Jury oder
bisschen laut. Das geht schon. Also, Leute, mit genau dem heutigen Datum haben wir als Guardians unser offiziell 5-jähriges. Meine Frau Dagmar, die überwacht gerade tapfer unseren Stand und wir beide waren 2014 die ersten, die diesen Blödsinn gemacht haben auf der kleinen Con im Ruhrpott. Die Kostüme noch nicht ganz fertig. Und nachdem der Auftritt schon funktioniert hat und wir viele Fanhetze bekommen haben, haben wir gesagt, okay, Wunschtraum, egal wie viele Jahre es dauert, eine Guardians-Gruppe. 2016 wurde die Gruppe größer, 2019 sind wir komplett, weil wir haben noch einen Crew, aber der kommt aus Norddeutschland. Also was kann es geileres geben, als zu unserem 5-jährigen Jubiläum den Preis zu gewinnen. Herzlichen Dank euch alle! Vielen Dank, das war eine sehr, sehr geile Ansage hier. Und ich würde gerne auch von einem von euch wissen, vielleicht, wer sagt mir jetzt mal, möchtest du mir vielleicht mal kurz sagen, warum, was hier den Ausschlag gegeben hat? Es war sehr beeindruckend, das Zusammenspiel der ganzen Gruppe zu sehen. Es war einfach so beeindruckend, ihr kommt auf die Bühne und es kommt immer mehr und es war mega schön synchronisiert. Es hat uns sehr gefallen. Und natürlich die Kostüme, keine Frage. Die sind wahnsinnig gut gemacht. Danke. Okay, vielen Dank für dieses Statement und vielen Dank nochmal fürs Publikum, für den tollen Applaus, den ihr euch uns hier geliefert habt. Und nochmal einen Dank an alle Cosplayer für den Aufwand. Einen Dank an die Jury. Und das war der Cosplay Contest heute. Morgen gibt es noch einmal einen Cosplay Contest. Und ich glaube, die Guardians wollen hier noch ein kleines Foto machen. Möchtet ihr vielleicht alle irgendwie? Genau, stellt euch mal alle zusammen hier. Hier gibt es ein Foto. Und der Rocket in die Mitte. Sehr cool. Das ist das Siegerfoto vom Cosplay Contest. Vielen Dank.